Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel. Ich bin's, Aura Laser, und heute zu dem Video zum HPI Bullet ST Flux. Ja, ist kein RTR-System gewesen, war als Rollersystem gekauft worden. Und die Karo habe ich mir auch so lose dazu geholt. Ja, was habe ich zu dem HPI Bullet Flux oder ST Flux zu sagen? Ja, das Ding ist echt der Knüller. Ich muss dazu sagen, ich habe noch mehrere Autos, die reviewed werden müssten, aber ich habe einfach keine Zeit mehr. Das ist also jetzt das letzte Review zu dem Auto. Ich habe die ja alle durchgehend aufgenommen, wie ihr mitgekriegt habt. Und ich habe noch, für die Leute, die noch fragen, welche Autos ich da noch alles habe, ich habe noch den Virus ST, ich habe noch den Flachbahner, den TT01, ich habe noch den Kyosho Sandmaster, ich habe noch den Kyosho DBX, ich habe noch den Torch E. Den Torch E werde ich aber noch nicht reviewen, weil den habe ich noch nicht lange genug dafür. Das heißt, da müsst ihr noch warten. Ich habe den 1:16er von Turnigy. Und was habe ich noch? Achso, den HPI Savage, den SS, den kleinen. Den habe ich auch noch. Und ich habe auch noch den Magnum. Und ich habe auch noch den... Puh, ich weiß gar nicht mehr. Mittlerweile gehen mir auch so langsam die Namen alle aus von den ganzen Autos, die ich da habe. Irgendein Auto ist da noch. Ich habe keinen Plan momentan. Müsste ich nachgucken. Aber das wird jetzt erstmal das letzte Review sein. Ja, HPI Bullet. Was sage ich zu dem Auto? Also ich finde, das Auto ist für das, was ich bezahlt habe, absolut okay. Also ich habe hier echt ein Abel und ein Ei bezahlt für das Roller-Chassis. Und die Reifen, die habe ich auch einigermaßen günstig bekommen. Von einem anderen YouTuber. Und ja, Brushless-System habe ich hier, das Castle-System drin, und das werde ich hier auch wieder rausholen. Das Problem ist, da sind wir schon bei dem Knackpunkt bei diesem Auto. Dieses Auto ist eigentlich eine Katastrophe, was das Brushless-System angeht oder die Verwendung. Wir haben hier nämlich ein Modul, und zwar Modul 1, so viel ich mich erinnere, auf 2,3 oder 3,2 mm Welle. Ich weiß, oh scheiße, weiß ich gar nicht. Habe ich mich gar nicht informiert, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das ist Modulstärke 1, genau. Und auf so einer kleinen Welle. Das ist so gut wie unmöglich. Das könnt ihr echt, eigentlich könnt ihr das knicken. Und theoretisch könnte man hier auch einen 1:8er Motor reinbauen. Weil dann wird es mit der Welle wieder passen. Ist kein Witz. Die Welle ist hier echt das größte Problem. Und ein 1:10er Brushless-System hier einzubauen, weiß ich nicht. Vielleicht ein 1:8er für das kleine Auto ist aber auch schon wieder übertrieben. Ja, deswegen hatte ich das hier genommen. Problem bei dem Auto ist hier mit dem Motorritzel. Das ist echt behindert gelöst hier alles. Erstmal kommt man hier ganz schlecht an die Seite ran. Und dann ist das Problem, wenn euch hier diese Mutter abnudelt, ne, die Mahnschraube hier drinne, dann bekommt ihr das Ganze nicht einfach hier raus, indem ihr den Motor wieder rauszieht, weil das funktioniert nicht, weil das Ritzel blockiert. Also ich hatte mit dem Auto, was das angeht, echt nur Stress. Was hier diese Ritzelung angeht, hier die Motorritzel angeht, da hatte ich echt viel Stress mit. Das hat mich aber auch so ein bisschen abgeflasht von dem Auto. Da haben sie das bei dem HPI Savage SS, bei dem kleinen, besser gelöst als hier. Weil hier ist echt Katastrophe. Ja, ansonsten bin ich ein paar Mal gesprungen mit dem Auto und dann ist mir ja gleich hier der Plastik... Halter gebrochen hinten, aber war auch meine Schuld. Ich bin da halt eben auf den Kopf gelandet und den habe ich hier ersetzt durch Carbon, wie wir das sehen können. Und ja, das hält jetzt ganz gut. Die Federung allgemein ist in Ordnung für das Auto. Er federt gut. Ich habe hier die Klappe modifizieren müssen mit einem Schlitz, weil die Akkus hier nicht reinpassten sonst. Man konnte ja hier 2 und 3S fahren, deswegen musste ich hier die Akkuklappe modifizieren. Aber diese Akkuklappe kriegt man auch bei eBay für 5, 6 Euro neu. Na, also das ist alles kein Problem. Ja, von den Kabeln her läuft eigentlich alles ganz gut hier. Ist auch eigentlich schön gemacht. Man kann die Kabel gut verlegen. Hier ist so ein schöner Halter, der die Kabel fernhält von unserem Mitteldiff. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Hier war ein wasserdichtes Servo mit drin, fand ich auch super. Funktioniert auch noch einwandfrei. Was ist das hier? Waterproof Servo SF100W. Ja, das funktioniert auch ganz gut für das Auto. Ja, werde ich aber auch als Roller verkaufen, so wie er hier steht. Weil
ich einfach keinen Spaß mit dem Auto habe. Ich wollte einen 1.10er haben, womit ich ein bisschen Spaß habe mit meinem Castle-System. Aber da es hier immer so viele Probleme mit dem Ritze gibt, werde ich den Wagen so als Roller wieder verkaufen. Heil ist er, außer hier das Problem mit der Brücke. Aber das habe ich ja durch Carbon gelöst. Wer das ersetzen will, die Teile kosten 4, 5, 6 Euro. Also das ist lächerlich. Aber ich wollte dafür einfach nichts mehr ausgeben jetzt. Ne? Ja, der wird auch als Roller bei eBay landen. Finde ich das Auto super, mir gefällt es nicht. Wobei ich sagen muss, dass er bis jetzt in dem Sinne vom Strang her, weil mir hat irgendeiner geflüstert, der Strang wird dir zerfetzen bei dem Auto. Überhaupt nicht. Also der Strang hier ist tipptopp in Ordnung. Wie wir sehen, ist der Strang hier absolut in Ordnung. Wir sehen die Buchsen, keine Ausschläge auf beiden Seiten nicht. Auch nicht hier. Also da ist alles in Ordnung. Die Knochen sind tipptopp in Ordnung. Hier die Mittelbuchsen sind auch alle tipptopp in Ordnung. Da ist nichts kaputt, auch vorne nicht. Ne? Also das hat er ohne Probleme mitgemacht. Also dafür, also das stimmt überhaupt nicht. Also da habe ich überhaupt keine negativen Erfahrungen drin. Absolut nicht. Also der Antriebsstrang hat super gehalten mit dem Brushless Z. Und ist auch nichts passiert, wie vorher angekündigt. Aber mir gefällt das Auto allgemein so nicht. Gut, er fällt nicht um, das ist eigentlich ganz cool, aber ich weiß nicht, ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Er spricht mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise, spricht er mich nicht mehr an. Und ja, was habe ich noch vorgenommen? Ich habe ihn umgebaut und zwar hat der Radaufnahme jetzt 14 mm, glaube ich. Und vorher hatte er so ein komisches Maß. Oder labere ich jetzt total Blödsinn? Moment, das muss ich mal kurz kontrollieren. Das muss ich jetzt mal kurz kontrollieren, weil das interessiert mich jetzt gerade selber. Ich habe das nämlich umgebaut. Da war nämlich so vorher so ein ganz doofes Rad. Ah ja, genau. Hier. Und das sind 12 mm. Genau. 12 mm und vorher waren 14 drauf. So rum war das. Und dieses 14er Maß ist richtig bescheuert. Ich glaube, dass es 14 war. Und jetzt hat man hier 12er. Jetzt kann man hier nämlich ganz normale 1:10er Reifen drauf machen. Jetzt kann man hier nämlich ganz normale 1:10er Reifen, die immer diesen Durchmesser haben, draufklatschen. Und das musste ich erstmal so umbauen. Ja, das funktioniert sehr gut. Und schleift auch nicht oder bremst auch nicht. Und ja, dank dieser Umbaufunktion kann man hier jetzt, egal welche Reifen draufklatschen, aus dem 1:10er Bereich. Das war nämlich vorher nicht möglich. Ja, war ziemlich nervig. Mit dieser Spezialgröße, die HPI sich da ausgedacht hat. Sowas finde ich auch immer total dämlich, ne? Dass den Leuten auch immer so Steine in den Weg geräumt werden. Dass das hier auch nicht Modul 8 ist, also 0,8, ist auch ein bisschen blöde. Dadurch braucht man diese fetten Zahnräder. Und ich glaube, na gut, man hat hier aber noch ziemlich viel Platz am Motorhalter. Wobei hier auch schon wieder die Öffnung ist. Also das ist alles so ein bisschen, meiner Meinung nach, nicht so gut durchdacht. Aber ansonsten ein tolles Auto, funktioniert ganz gut. Und wenn ihr ein 10er Modell, ein 10er Brushless Set mit einer 5 mm Welle habt oder diese Zahnräder bekommt, dann dürfte das ja für euch kein Problem sein. Die Sleeper ist absolut in Ordnung, die hat super und einwandfrei funktioniert. Das Hauptzahnrad ist auch noch ohne Beschädigung, da das aus Plastik ist, aber es hat super funktioniert und hat auch super gehalten. Und ja, wie gesagt, antriebsstrangmäßig nichts kaputt, stoßdämpfermäßig auch nichts kaputt. Von den Querhaltern ist auch nichts kaputt, also hier ist alles heil, auch spielfrei, muss ich sagen. Also wir haben hier kein Spiel drin, das ist wirklich alles spielfrei hier. Das sind nur diese riesen Reifen, die hier ein bisschen abwackeln. Warte mal. Ja, ansonsten haben wir hier kein Spiel, also das, da muss ich HPI echt loben. Die haben fast kein Spiel, also das ist echt krass, ey. Das sitzt hier alles sehr stramm. Ja, ansonsten sehr schönes Auto eigentlich, aber spricht mich nicht an irgendwie. Daher wird er auch als Roller bei eBay landen. Ja, eigentlich würde jetzt hier auch noch der HP Savage kommen, der SS, aber ich finde ihn gerade nicht. Den müsste ich mal suchen. Ja, wie gesagt, das wird hier auch noch alles gereinigt, sauber gemacht. Und hier die Karo wird auch wieder von dem Halter hinten entfernt. Ja, hier die Karo. Was kann ich zu der Karo noch kurz sagen, bevor ich es vergesse? Ich muss sagen, diese Karo ist wirklich krass. Also ohne Witz, diese Karo ist wirklich Hammer. Sie ist nicht sehr dick, aber dadurch ist sie wirklich sehr flexibel. Also bevor die bricht, das dauert wirklich lange. Hier ist der hier, wie ihr das sehen könnt, das ist nicht gebrochen, oder? Ja, doch, hier diese Ecke ist weggeschliffen, weil ich da drauf geknallt bin. Aber das ganze Teil hier, müsst ihr euch vorstellen, das Teil kam hier raus. Also hat sich komplett hier, ihr seht das hier auch, hier ist die Form verbogen, kam hier so reingequetscht nach innen. Und das habe ich einfach wieder mit dem Daumen plups rausgedrückt und guckt euch das an.
Ne? Sonst keine Risse. Also die Karo ist echt krass. Also mit der kann man gut bashen. Und ja, ansonsten ist die auch noch tipptopp in Ordnung. Das hier gehört so. Hier hat sie ein bisschen Abnutzung durch den Reifen, weil der immer dagegen kommt. Das hier hinten zuschulde. Hier auf der Seite ebenso. Ja, ansonsten das Heck hat so ein bisschen gelitten, aber ist auch gebraucht. Ansonsten die Front, also alles noch tipptopp in Ordnung. Und ja, ansonsten tolles Auto, wirklich hält viel aus, macht viel mit. Aber Nachrüstung ist wohl hier Bedarf. Das heißt, wenn ihn jemand kaufen sollte, sollte er definitiv die Brücke vorne und eventuell hinten nochmal austauschen. Wie gesagt, das da ist selber konstruiert worden von mir. Und ja, aus Carbon. Das habe ich selbst entwickelt oder selbst gemacht aus freier Hand. Funktioniert sehr gut. Und beeinträchtigt das Fahren überhaupt nicht. Aber wie gesagt, der Reiz bei dem Auto ist irgendwie, weiß ich nicht. Er ist schön klein, ich kann ihn ganz süß in meinen Rucksack packen und alles. Und alles schön und gut, aber weiß ich nicht. Irgendwie fehlt mir da die Lust drauf. Kann ich euch nicht sagen. Ansonsten tolles Auto. Ja, das war's zum Review zu dem HPI Flux. Wie gesagt, so kleine Schwachstellen hat er. Die muss man ausmerzen. Wie das da in der Mitte mit den Zahnrädern, das finde ich nicht so gut. Denn die Mitnehmer hier für die Reifen, sehr schlecht gelöst. Die Federn sind okay, der Antriebsstrang ist okay. Ansonsten kann ich nichts zu dem Auto sagen. Ja. Eigentlich sehr gut. Ich bin's, euer Laser. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.